Wir befinden uns ja nun in sage und schreibe Stunde 8 der heutigen Veranstaltung. Insofern herzlichen Dank an alle, die noch oder die wieder da sind. Dort draußen ist es das letzte Panel und der erste Dank geht nicht nur an die Moderatorin des Panels gleich, sondern auch an Amnesty International, die nämlich das jetzige Panel eingereicht haben. Es geht um kein geringeres Thema als die Frage nach der europäischen Verantwortung in der Dual-Use-Verordnung, jetzt im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft 2020. Zwei Sätze dazu. Die sogenannte Dual-Use-Verordnung tut was? Sie regelt den Export von Gütern, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich einsetzbar sind. Und da muss ich nur das Stichwort Gesichtserkennung auf den Tisch legen, anhand der die ganze Komplexität des Themas sichtbar wird. Die Bundesrepublik steht jetzt mit ihrer EU-Ratspräsidentschaft in der besonderen Verantwortung, sich diesem Thema zu widmen, auch in der Frage der menschenrechtlichen Konsequenzen, die mit solchen Dual-Use-Gütern und Entwicklungen in Verbindung stehen. Also wenn wir jetzt über Internet-Governance reden, ist ganz klar, es geht eben nicht nur ums immer drüber reden, sondern auch um Policy-Making. Und ich freue mich jetzt sehr, an Katrin Loll abgeben zu dürfen für die Moderation. Sie ist freie Journalistin, sie ist aber auch Fellow am Center for Internet and Human Rights der Europa-Universität Viadrina und hat ein fantastisches Panel mitgebracht. Ja, guten Abend, beziehungsweise guten Nachmittag, so spät ist es dann doch noch nicht. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen zu einem sehr spannenden Panel mit zwei Experten hier vor Ort und einem Experten, der uns zugeschaltet wird, online, dem Paul Diegel aus Straßburg, glaube ich. Auf jeden Fall ist der, ich fange gleich mal an mit dem Herrn Diegel. Der Herr Diegel ist Referent am Europäischen Parlament und war lange Mitarbeiter des Berichterstatters zur Reform dieser Verordnung, über die wir heute sprechen werden, nämlich die Dual-Use-Verordnung. Und Herr Diegel wird einmal aus dem Policy- und Politikprozess die Sache uns beleuchten können. Und hier vor Ort haben wir zwei ganz spannende Experten aus zwei unterschiedlichen Bereichen nochmal dazu. Einmal haben wir den Herrn Dr. Nikolaus Kessels. Er ist Referent für Außenwirtschaftspolitik vom BDI, also dem Bund Deutscher Industrie. Und die Lena Rohrbach von Amnesty International und dort ist sie Referentin für Wirtschaft, Rüstungsexporte, Digitalisierung und Menschenrechte. Und wir wollen hier heute zu dritt, beziehungsweise auch bitte mit Ihnen, wenn Sie Lust haben, über ein Online-Fragetool diese Thematik diskutieren, die uns, beziehungsweise Europa und auch in Deutschland schon seit geraumerer Zeit beschäftigt. Und dieses Panel habe ich jetzt so strukturiert, dass wir erstmal einen Input zur aktuellen Lage geben werden und auch einen Überblick dazu, was eigentlich Dual-Use-Güter sind. Dann wird es eine Position geben und dann würden wir in die Diskussion einsteigen. Und ich würde gleich gerne anfangen, bevor wir quasi hier inhaltlich einsteigen, Sie erstmal zu fragen, aus welchem Tätigkeitsbereich Sie denn kommen. Vielleicht sehen Sie da gleich einen Survey zu. Das würde uns erstmal interessieren, ob Sie aus dem Politikbereich oder aus der Wirtschaft kommen oder aus der Zivilgesellschaft. Ja, genau. Und während Sie sich das anschauen und vielleicht beantworten mögen, wenn Sie Lust darauf haben, würde ich mal kurz nochmal einsteigen, darüber zu reden, weil ich nicht weiß, was genau die Vorkenntnisse sind, weil es dann doch ein komplexes Thema ist. Dual Use sind Güter mit sogenannter zweifacher Verwendung und klassischerweise gemeint sind dafür Güter, die zivilgesellschaftlich genauso verwandt werden können wie militärisch. Und das ist kein Gut, das für die Wirtschaft keine Bedeutung hat. Andersrum gesagt, werden um die 80 Milliarden Euro pro Jahr in Europa damit umgesetzt. Das ist, da steckt viel Geld hinter und hat und viel Innovation auch. Und diese Innovation wird von verschiedenen Ländern natürlich in Europa getrieben, aber Schwerpunkte liegen einmal in Deutschland, in Niederlanden und Frankreich und auch in Großbritannien, die wir ja leider nicht mehr seit Brexit zur EU selber zählen dürfen. Aber in Großbritannien passiert auch viel. Diese Dual-Use-Verordnung und die Kontrolle von diesen erst militärischen Gütern, die fing im Kalten Krieg an. Und da fing man an, die bestimmte Güter eben auf Listen aufzunehmen, um
den Policymakern und den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, beziehungsweise sie auch zu verpflichten, diese Güter nicht zu exportieren in bestimmte Länder. Und das wurde dann 1995 im Wassenaar-Abkommen aufgenommen, international vereinbart. Und dieses Wassenaar-Abkommen gilt noch heute. Es ist nicht rechtlich bindend, aber die Mitgliedstaaten, das sind 41, haben das selber ratifiziert. Und seit 2013 wird auch Software bei Wassenaar als Dual-Use-Güter mit aufgelistet. Jetzt, was uns beschäftigt, ist die Dual-Use-Verordnung, die 2009 erst dann, ich gucke hier gerade, was da reinkommt. Ah ja, ich gehe da gleich drauf ein. Genau, von 2009. Und die hat dann, sollte dann überarbeitet werden. Und warum, das werden wir gleich besprechen. 2016 kam ein erster Vorschlag der EU-Kommission, die einen ganz spannenden Vorschlag machte, weil sie plötzlich die Human Security Dimension damit reingenommen hat. Und diese Human Security Dimension ist nicht was, was klassischerweise in der Sicherheitspolitik eine so große Rolle spielt, also zumindest nicht, wenn es um Güterlisten ging. Und da ist eben neu gewesen, dass es so stark gemacht wurde, dass das Individuum und seine Menschenwürde in den Mittelpunkt von Exportkontrolle gestellt werden sollte. Und die Kommission machte damals den Vorschlag, die Listen zu ergänzen durch eine sogenannte Catch-all-Regel, über die wir heute noch viel wahrscheinlich sprechen werden. Und diese Catch-all-Regel sollte so eine Ultima Ratio sein, in der die Mitgliedstaaten bei der Gefahr von schweren Menschenrechtsverletzungen nach einer Lizenz verlangen können. Und das Entscheidende ist bei dieser Catch-all, und deswegen sage ich das mal vorab zum Verständnis, die müssten vorher nicht gelistet sein, diese Güter. Das war so ein Joker quasi. So, und seitdem wird verhandelt. Seitdem wird wild verhandelt. Im Januar 2018 hat das Europäische Parlament seine Position vorgelegt. Im Juni 2019 der Rat. Und seitdem im Trilog wird weiter verhandelt zwischen Europäischem Parlament, Kommission und Rat. Und dazu würde ich jetzt gleich den Paul Diegel bitten, dass er uns einen Überblick gibt, wo wir denn hier gerade stehen bei den Verhandlungen. Im Mai 2020 wurde, manche sagen, es wurde geleakt, manche sagen, es wurde einfach nur bekannt, ein Entwurf der Kommission, ein zweiter Entwurf zu der Reform bekannt, wo von Menschenrechtsorganisationen gesagt wird, der verwässert die erste Position. Aber auf diese Diskussion werden wir gleich eingehen, aber ich würde erstmal eben jetzt den Paul Diegel bitten, dazu was zu sagen. Und ich gucke aber trotzdem vorher einmal kurz, woher Sie alle kommen. Ja, okay. 21% aus der Politik, 21% aus der Wirtschaft und Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Medien, knapp 60%. Okay, spannend. Gut. Dann bitte Herr Diegel, geben Sie uns bitte einen kurzen Überblick. Ja. Europäische Grüße aus Brüssel. Ich bin aus Brüssel, nicht Straßburg. Okay, alles klar. Leider ist Straßburg schöner als Brüssel. Das Essen ist etwas besser, aber Brüssel ist auch schön. Okay, ich arbeite auch mittlerweile für den nächsten Berichterstatter, Marketa Gregorova, die von Klaus Buchner übernommen hat. Ja. Mhm. Das heißt, da gibt es einen Übergang. Ich würde vielleicht zunächst mal mit dem Parlament anfangen. Also ich will das nicht zu lange ausschweifen lassen, aber um einen kurzen Überblick zu geben, weil unsere Position, wie Sie gesagt haben, schon 2016 hat die Kommission uns ihre Position gegeben. Und unser Ziel vom Parlament war es immer, und von Herrn Buchner auch, dass die Wünsche der Kommission, also die Menschenrechtssituation und Human Security Dimension, wie das genannt wird, die Catch-all, die Sie genannt haben, Transparency, und dass man digitale Überwachungsgüter, sowohl gelistet als auch nicht gelistet, jetzt nun tatsächlich ernsthaft kontrolliert und das auch europaweit tut, und das auch zu einer gewissen Weise bindend tut, weil das Problem, was wir gerade haben, ist, dass die Dual-Use Export Control Regulation zwar suggeriert, dass es ein europäisches Regime gibt, tatsächlich ist es aber so, dass es 27 nationale Regime gibt, die sich mehr oder weniger untereinander austauschen und vielleicht da hier und da Best Practices übernehmen
und auch zusammenarbeiten. Aber es ist nicht so, dass es ein europäisches Regime gibt. Das heißt, wenn Deutschland etwas kontrolliert plötzlich, wie es zum Beispiel 2015 Monitoring Center im Alleingang kontrolliert hat, dann heißt das nicht, dass die Europäische Union danach zieht. Wir hatten unsere Position, die dem der Kommission sehr entspricht und einige Verbesserungen enthält. Zum Beispiel haben wir die Catch-all etwas besser definiert. Wir haben Begriffe wie Menschenrechte, Due Diligence und Überwachungsbegriffe besser definiert, haben klare Transparenz gefordert und Due Diligence auch besser geklärt, was es denn bedeutet für Unternehmer. Und haben versucht, darauf aufzubauen. Jetzt ist es so, dass der Rat, die Verhandlungen laufen schon seit 2018, wie Sie gesagt haben. Wir haben mit den Österreichern angefangen. Es ist so, dass die Ratspräsidentschaft, die jeweilige, die jeweilige Ratspräsidentschaft, die federführende Verhandlung federführend bestreitet. Bei den Österreichern war es so, dass man eher über technische Details gesprochen hat. Man hat nicht wirklich versucht, die Cyber-Surveillance-Sachen, die Catch-all und andere Themen anzusprechen. Die rumänische Ratspräsidentschaft danach hat mehr oder weniger dasselbe versucht. Bei der finnischen Ratspräsidentschaft, welche im Juli letzten Jahres inne hatte, ging es dann darum, die Transparenzanforderung für die Exportkontrolle zu verbessern. Es ist gerade so, dass man nicht weiß, welches Land welche Produkte wohin exportiert. Und bei Cyber Surveillance ist es natürlich ein Problem, weil man es nicht kontrollieren kann, wenn man nicht weiß, was denn wohin exportiert wird. Die End-User sind hier besonders von Bedeutung. Also wie gesagt, bei den Finnen hat das, würde ich behaupten, so richtig angefangen mit den Verhandlungen. Das war Juli 2019. Große Mitgliedsländer sind eingeschritten und haben die Transparenzregeln, das ist Artikel 24, wieder verworfen. Das heißt, wir waren wieder auf Punkt 0. Was etwas schwierig war, danach... Dann kann ich kurz, wenn Sie sagen, die großen Länder, wer waren das? Also das heißt, die großen Länder haben gesagt, okay, also Finnland hat im Prinzip einen Vorschlag gemacht. Ich habe gehört, dass Finnland, also ich hoffe, ich beleidige jetzt keine fortschrittlichen Finnen, aber ich habe gehört, dass natürlich das ganze Land, aber dass Finnland ein Interesse hatte, das eher ein bisschen auszubremsen. Und jetzt sagen Sie aber, dann kamen irgendwelche anderen Länder rein, die gesagt haben... Nee, liebe Finnen, ihr seid uns hier zu fortschrittlich oder wie verstehe ich das? Können Sie das ein bisschen genauer benennen? Das fände ich spannend. Ja, es ist natürlich für mich, der in den Verhandlungen drin ist, die gerade laufen, etwas schwierig, da bestimmte einzelne Mitgliedsländer irgendwie mit dem Finger auf diese zu zeigen, aber das ist alles öffentlich und man kann es nachlesen. Es ist in der Tat so, dass dass Finnland, Schweden und noch einige andere Mitgliedsländer am Anfang versucht haben, die Catch-all oder Cyber-Surveillance-Controls und andere Dinge mehr oder weniger zu verhindern, weil sie einfach eine große Industrie, nationale Industrie haben, Ericsson und Nokia in diesem Fall, die viel ICT, die ganze Netzwerke exportiert. Und diese Güter sind halt das Hauptexportprodukt von diesen Firmen. Das vielleicht erklären würde, warum diese Regierungen am Anfang sehr stur dagegen waren. Bei der Sache von Transparenz war das ein kleiner Sonderfall, weil Finnland mit das einzige Land ist, was tatsächlich durch Freedom of Information Requests die Informationen veröffentlicht, die wir als Parlament brauchen, nämlich welche Items, also welche Cyber-Surveillance-Items werden wohin exportiert. Das heißt, bei der Transparenz waren die Finnen durchaus bereit, etwas nachzugeben. Bei den anderen Punkten waren sie dagegen, wie sie schon richtig gemeint haben. Die großen Länder, die ich hier benannt habe, also es ist generell so, dass der Rat eigentlich zusammenhält und man sehr, sehr schwer herausfinden kann, welche Mitgliedsländer hier das Problem sind. Man weiß aber durch Recherchen, durch NGOs und durch investigativen Journalismus, dass zum Beispiel Frankreich hier einer der großen Bremser ist, weil Frankreich eine sehr, sehr nationale, national gesteuerte Politik hat, was Exportkontrolle angeht.
Also für Frankreich ist das auch ein großer Teil von Außenpolitik und geopolitische Bestimmung. Das heißt, alle Versuche, etwas europäisch zu erzwingen sozusagen oder für alle Punkte zu machen, war für Frankreich ein Problem, ist immer noch für Frankreich ein Problem, aber auch für andere große Länder. Das heißt, man diskutiert im Prinzip vor allem um diesen Punkt Catch-all. Ist das so der Hauptknackpunkt in den Diskussionen? Also ich meine, natürlich ist es eine Riesendiskussion, wir werden es nicht schaffen, jetzt hier auf alle Punkte einzugehen, aber wenn man es jetzt ein bisschen wirklich zusammenzonen möchte, ist das, was wirklich in den Diskussionen und in den Verhandlungen die große Rolle spielt, oder ist es vielleicht sogar schon vom Tisch? Ist es so, dass das heißt, also wie, was ist, oder gut, das, vom Tisch kann man ja nicht sagen, weil die Verhandlungen noch nicht beendet sind, aber jetzt aktuell, wenn Sie sagen würden, welche Richtung geht denn das gerade? Und dann würde ich gleich mal hier zum Panel, Sie sind ja auch im Panel, aber zu den Anwesenden hier in Berlin kommen. Ja. Vielleicht ganz kurz. Also Catch-all ist eine der wichtigen Instrumente oder eine der wichtigen Punkte, die wir hatten von Anfang an als Parlament. Der andere Punkt ist Transparenz, das ich schon genannt habe. Dann sind die Definitionen von Cyber-Surveillance oder Due Diligence und welche Human Rights-Aspekte wir meinen, auch einer der wichtigen Punkte. Das Problem bei dieser Regulierung ist, dass man sozusagen ein großes Sieb hat, was sehr viele Schlupflöcher hat. Und mit Catch-all, mit Transparency, mit guten Definitionen versuchen wir, so gut wie möglich diese Schlupflöcher zu schließen, um eine europäische Exportkontrolle von diesen gefährlichen Gütern zu ermöglichen. Mhm. Also es ist nicht vom Tisch und es ist einer der wichtigen Punkte. Das heißt, der Teufel steckt wirklich im Detail. Ja, okay. Mit den das fände ich spannend, wenn wir da gleich nochmal drauf eingehen könnten. Ja. Vielen Dank erstmal nach Brüssel. Und ich würde jetzt hier meine Mitreferenten bitten. Ich würde erstmal tatsächlich an Herrn Kessel gerne übergeben, weil... Gut, er vertritt jetzt hier die deutsche Industrie, die gesamte deutsche Industrie, alle, in diesem Panel. Und wir haben jetzt gerade gehört, da ging es um Finnland, ne, um die Bedenken, dass man sagt, okay, wir haben hier so eine große, sehr erfolgreiche exportierende Industrie und wir möchten eigentlich nicht, dass die eingeschränkt wird durch Catch-all. Also vielleicht können Sie darauf eingehen erstmal und vielleicht auch so gerne auch ein bisschen grob erstmal sagen, wir können dann gerne nochmal in der Diskussion darauf eingehen, natürlich, was genau die Details sind. Aber was die Industrie eigentlich braucht und sich wünscht und welche Kritik oder Befürchtungen hat man auch zumindest beim BDI oder bei den Unternehmen, die Sie vertreten? Für Unternehmen im Grundsatz, also ganz grundsätzlich gilt, dass der wichtigste Aspekt eigentlich Rechtssicherheit ist. Seit 1990 gibt es im deutschen Recht aufgrund der Ereignisse und der Funde, die man nach dem Zweiten Golfkrieg vor allem im Irak gemacht hat, im deutschen Recht den Grundsatz Exportkontrolle ist Chefsache. Das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist BAFA, die hieß mal ganz anders und deswegen passt das Kürzel nicht, aber trotzdem ist BAFA, hat daraufhin sogenannte Grundsätze veröffentlicht und in diesen Grundsätzen wurde dann festgehalten, ein gewisses System, wie letztlich Unternehmen zu verfahren hätten, wenn sie denn eine Ausfuhrgenehmigung haben wollen von kontrollierten Gütern. Die ist nicht normativ bindend, aber ohne deren Erfüllung bekommt man in Deutschland für die Ausfuhr eines kontrollierten Gutes nicht in 100.000 Jahren eine Genehmigung. Damit einherging die Schaffung einer Position, nämlich die der Ausfuhr Kontrollberechtigten oder der Ausfuhrverantwortlichen. Und diese Ausfuhrverantwortliche letztlich hat einen ganz klaren Aufgaben. Der bezog sich erst so bis so 1995, dann spätestens 2001 auf den Kriegswaffenexport und seit 9/11 ging es dann vor allem ganz explizit auch um Dual-Use-Güter. Exporte und seit 2015 müssen auch Unternehmen, die in vormals privilegierte Staaten Dual-Use-Güter exportieren, eine Ausfuhrverantwortliche vorweisen können. Das waren mal die Five Eyes, also letztlich der ganze anglophone Raum, Japan, die Schweiz und Norwegen. Und so viel zur Historie. Und im Unternehmen ist die Ausfuhrverantwortliche direkt anzusiedeln
am höchsten entscheidungsbefugten Gremium. Das ist in einer Aktiengesellschaft eben nicht irgendein Referat, das irgendwie staubig vor sich hingammelt, sondern das ist tatsächlich der Vorstand. In einer GmbH ist das die Geschäftsführung. Das sind also Mitglieder der, höchsten Entscheidungsebene. Warum ist das wichtig? Weil natürlich damit einhergehend ganz andere Anreize gesetzt werden, dass das deutsche Ausfuhrkontrollrecht nach AWV, also der Außenwirtschaftsverordnung, auch befolgt werden. Wichtig an der Stelle zu sagen, das Ganze ist kein Zwang, das Ganze ist nur faktisch. Also, das heißt eine Selbstverpflichtung, die Wirtschaft selber... Das Problem ist folgendes. Im Außenwirtschaftsverordnung gilt der Grundsatz, der Außenwirtschaftsverkehr ist frei. Man darf erstmal im Ausland handeln. Das ist ein ganz wichtiger, auch persönlicher, individual freiheitlicher Grundsatz. Der wird durch eben die Schaffung einer solchen Position und durch Kontrollen massiv eingeschränkt. Die Bundesregierung hat damals ganz schnell reagieren wollen und die Wirtschaft hat es damals auch mitgetragen, dass man da schnell reagiert, weil immerhin hatte man im Irak Anlagen zur Herstellung biologischer, chemischer und nuklearer Kampfstoffe und deren Trägersysteme gefunden. Und das ist für keinen der Beteiligten auch nur annähernd ein Ruhmespott gewesen, weder politisch noch wirtschaftlich. Also hat man gesagt, das muss jetzt schnell gehen, wir können hier nicht das Grundrecht ändern, wir machen das einfach qua faktischem Zwang. Das BAFA setzt Grundsätze in die Welt und wer die nicht befolgt, der kriegt ja keine Ausfuhrgenehmigung. Punkt. Das ist die Situation heute. Die Ausfuhrkontrollverantwortliche hat jetzt, ich spreche immer von Sie, weil die Vorsitzende im BDI-Arbeitskreis Exportkontrollen, wir machen eben Ausfuhrkontrolle und Sanktionen, das ist eine Frau, Frau Dr. Renate Becker-Arnold, für die ich dann auch immer mitarbeite, genau, die Ausfuhrkontrollverantwortliche, immerhin für einen der größten oder den größten Chemiekonzern der Welt tätig, BASF, und die haben nur eine Ausfuhrkontrollverantwortliche, das ist Frau Becker-Arnold. Und damit habe ich eigentlich schon dargestellt, diese Position ist weltweit einzigartig und macht ganz klar, wie wichtig für eine Industrie immerhin, die ja nun so abhängig vom Export ist wie keine andere, wie ernst da auch die Fragen der Ausfuhrkontrolle genommen werden. Welche Pflichten sind damit jetzt mal verbunden? Und das finde ich ist ganz wichtig. Das ist eine Personalauswahlpflicht. Da geht es darum, wer arbeitet für mich. Wenn da Leute zum Beispiel arbeiten, die strafrechtlich mal auffällig geworden sind, dann kann man sich nicht dahinter verstecken, sondern die Ausfuhrverantwortliche ist dafür sofort auch zuständig. Genau. Aber ich würde noch die drei anderen genau, nennen. Genau, und dann würde ich... Fass mich dabei ganz kurz, super. Versprochen. Dann ist es die Ordnungspflicht, also im Prinzip die Pflicht zu organisieren, wie die Exportkontrolle läuft, weil die Exportkontrolle kann ja nicht Teil des Vertriebs sein. Der Vertrieb will ja verkaufen, ist ja klar. Nur die Exportkontrolleurinnen im Unternehmen haben einen ganz, ganz klaren Job, nämlich prüfen und eine Stoppfunktion. Wenn die Stopp sagen, dann darf nichts rausgehen. Deswegen dürfen die keinen Interessenskonflikten unterliegen. Damit verbunden dann natürlich die Überwachungspflicht, der nachzukommen Bußgeld bewährt ist oder auch strafrechtlich relevant werden kann, im allerschlimmsten Fall mit Strafen bis zu 15 Jahren Haft. Und die Weiterbildungspflicht, Logo, weil wir sind hier in einem Bereich, der sich im Prinzip täglich ändern kann und in den letzten Jahren auch sehr stark verändert hat. Das heißt, Männer und Frauen, Menschen diverser Herkunft, die letztlich so tätig sind, müssen immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. Findet das nicht statt, ist auch die Ausfuhrverantwortliche als Teil entweder eines Vorstands oder einer Geschäftsführung sofort haftbar zu machen. Aber in Bezug auf die Verordnung, die jetzt diskutiert wird, das heißt, das ist ja auch total, also ich finde das total spannend und interessant, dass Sie uns das auch so darstellen können und nicht nur können, sondern dass es so ist, ne? Dass es wie das Praxis ist. Aber was bedeutet das jetzt? Also bedeutet das, dass Sie sagen, naja, hier in Deutschland sind wir so gut aufgestellt, wir brauchen hier überhaupt gar keine Reform. Oder sagen Sie... Um Himmels Willen. Oder sagen Sie, super, wir warten die ganze Zeit sehnlichst darauf, dass wir die Catch-all haben und endlich Nie wieder noch. Was ist der Schluss aus dieser Praxis, die ja jetzt schon gelebt wird, auf diesem politischen Prozess auch? Und was wünscht sich quasi die Wirtschaft? Dass es ein bisschen komplizierter ist, als man sich das vorstellt. Und zwar, dazu müsste ich aber erklären, wie aus Industriesicht die Catch-all funktioniert. Mhm. Normale Kontrollen laufen... Ich überlege gerade... Okay. Darauf würde ich gerne in der Diskussion nochmal eingehen. Dann auf die... Dann will ich nur so viel sagen. Mhm. Was 2010 passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Dass es im 2019 im Dezember dann eine Wassenaar-Listung gab, ist erschütternd langsam.
Da gibt es auch in der Industrie überhaupt gar keine Frage. Die Frage für die Industrie ist, und damit will ich es dann jetzt erstmal bewenden lassen und möchte eigentlich nur sagen, dass ich gerade sagte, soll nur von meiner Seite her so ein bisschen die Grundlage dafür schaffen, wo wir herkommen. Und so ein bisschen für Verständnis werben. Grundsätzlich ist die Human Security ja bereits Teil der europäischen Exportkontrolle. Sowohl in der Anti-Folter-Verordnung als auch in der Anti-Terror-Verordnung haben wir starke Human Security-Aspekte in den dafür zuständigen Listen. Es gibt im Prinzip zwei Kontrollmöglichkeiten, nämlich eine listenbasierte Kontrolle und eine Catch-all-Kontrolle. Dazu müssen wir später, glaube ich, nochmal sprechen. Genau. Und wir als Industrie wollen Human Security hier auch weiterhin verstetigt sehen. Wir glauben auch, und das sehe ich genauso wie der Herr Diegel. Herr Diegel und ich haben uns 2018 im Mai mal getroffen und da war das Thema nämlich das gleiche. Wie kann es eigentlich sein, dass beispielsweise die deutsche Industrie härter kontrolliert wird als alle anderen Wirtschaftsbeteiligten in der Europäischen Union? Es aber letztlich nach der gleichen Rechtsnorm geschrien wird und die Rechtspraxis dann aber wirklich in alle möglichen Büsche laufen kann. Das heißt, ein Problem bei den Verhandlungen oder bei der aktuellen Lage ist, dass es kein Level Playing Field gibt aufgrund der, also das würden Sie sagen, das ist ein Konzern. Das ist ein Konzern. Mhm. Grundsätzlich ist es im Prinzip letztlich das Wie, nicht das Was. Was, da sind wir uns, glaube ich, da hoffe ich mal, sind wir uns alle einig, was wir da wollen. Nur wie es gemacht wird und welche Konsequenzen das hatte. Deswegen die Eingangsworte mit der persönlichen Haftung von Firmen. Da muss drüber geredet werden. Ich fand gerade letztlich das Vorgehen der finnischen Ratspräsidentschaft an der Stelle wirklich Wasser in den Wein gekippt hat. Da sind wir überhaupt nicht vorwärts gekommen. Mhm. Danach haben die Franzosen einen Vorschlag gemacht mit einer Watchlist. Die konnte man finden, wie man wollte. Die wurde dann aber vom Élysée-Palast kassiert, nachdem der davon erfahren hatte. Da hatten sich aber alle Europäer eigentlich schon gefreut, Mensch, vielleicht gibt das ja was. Die Österreicher haben das dann nicht mehr weiterverfolgt. Kroaten haben sich jetzt dann, das fand ich eigentlich sehr gut, dann zurückgezogen und haben gesagt, jetzt setzen wir alles nochmal auf Anfang und machen jetzt mal ein richtig gutes Ground Game, bevor dann die deutsche Ratspräsidentschaft übernimmt und wir dann letztlich im Zweiertakt das Ding dann mit dem Co-Legislature, dem Parlament dann durchboxen, hoffentlich, weil alle Beteiligten, letzter Satz von mir versprochen, alle Beteiligten wollen einen Erfolg für alle Seiten, erfolgreichen Abschluss dieser Verordnung. Aber ich würde noch einmal auf den Punkt, weil dann würde ich die Lena Robach nämlich bitten, nee, aber das würde mich nochmal, das ist jetzt, ich weiß, dass Sie das auch, bitte auch gleich nochmal in der Diskussion ein bisschen ausdifferenzieren, weil es wirklich ein bisschen kompliziert ist, aber noch einmal Thema Listen und Catch-all, ja, also das haben wir kurz angesprochen. Also ist so, würden Sie sagen, dass die Wirtschaft, Stichwort Rechtssicherheit, Bauchschmerzen bei einer Catch-all hat? Bei einer Menschenrechts-Catch-all, die eben nicht den Nichtverbreitungsregimen, also sprich den Regimen zur Nichtverbreitung nuklearer, biologischer, chemischer Kampfstoffe und deren Trägersystemen verpflichtet ist, hat die deutsche Industrie Bauchschmerzen aus folgendem Grund. Weil die Catch-all im Gegensatz zur listenbasierten Kontrolle eben keine Kontrolle ist, die letztlich den Wirtschaftsbeteiligten als Liste dargereicht wird, die zu studieren dann die Pflicht der Wirtschaftsbeteiligten ist. Und wenn sie die nicht erfüllen, gehen sie im schlimmsten Fall in den Knast. Sondern bei der Catch-all, und die hatten etwas unglücklichen Namen. Die Catch-all heißt eigentlich, ist eine deutsche Erfindung, auch aus den 90er Jahren, auch aufgrund des Verhaltens des Hussein-Regimes, heißt eigentlich verwendungsbezogene Exportkontrolle. Man muss sich das so vorstellen, ein Telefon klingelt, eine Bestellung wird aufgegeben im Vertrieb und der Vertrieb hört, okay, alles klar, das und das soll eine Maschine XY können. Dann gehen letztlich Ingenieurinnen und Ingenieure hin, die auch Exportkontrollverantwortung tragen und überlegen, kann diese Bestellung, deswegen verwendungsbezogene Exportkontrolle, das ist der sehr viel treffendere Begriff, kann letztlich dieses Gut dazu führen, chemische, biologische oder nukleare Kampfstoffe zu erzeugen oder ein Trägersystem, also sprich eine Rakete, für solche Kampfstoffe zu bauen. Sobald das der Fall ist, geht das entsprechende Unternehmen auch ohne eine existierende Listenposition an das BAFA, tritt das BAFA an das BAFA heran und sagt, BAFA, bitte prüfen. Und das BAFA nimmt dann letztlich alle Details der Bestellung und schließt sich dann kurz, und das ist wichtig, nicht nur mit den eigenen IngenieurInnen, die dort arbeiten, sondern auch mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Bundesnachrichtendienst, mit unseren Inlandsgeheimdiensten, mit europäischen Partnergeheimdiensten. Hat also Zugriff auf ein ganz breites Feld nachrichtendienstlicher Erkenntnisse
Und dann kann es eben sehr gut sein, dass die Stoppfunktion, also sprich die Überwachungsfunktion in einem Unternehmen dazu geführt hat, dass man sagt, oh, da haben wir Bauchschmerzen, wir fragen das BAFA und das BAFA sagt, gut, dass ihr uns gefragt habt, weil das hätte ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen für euch gehabt. Das Problem ist nur, und das ist letztlich der Bauchschmerz bei der Industrie, dass die Anwendung bei den Nichtverbreitungsregimen betrieblich sehr viel leichter ist als bei der Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen. Darauf müssen wir in der Diskussion dann nochmal, weil das ist dann wirklich ein großes Feld eingehen, weil vielleicht, okay, also die Industrie, ich fasse das nochmal zusammen, ist sehr gewillt, macht auch schon sehr viel, hat hohe Standards, vor allem in Deutschland, und das ist der Industrie wichtig, die Human Security der Menschen da drin zu haben. Und aber Rechtssicherheit ist so entscheidend und Catch-all ist da schwierig. So, jetzt an die Frau Rohrbach von Amnesty. Menschenrechtsorganisationen wollen aber gerade diese Catch-all und auch aus einem ganz bestimmten Grund. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch nicht so schwierig. Und darauf würde ich gleich nochmal eingehen und erstmal einen Schlenker machen. Ich bin erstmal sehr froh, dass wir hier heute sitzen, weil es uns ein wirklich wichtiges Thema ist, unter anderem, weil wir auch einfach persönlich Menschen kennen und mit denen zusammenarbeiten weltweit, die davon betroffen waren und sind, dass sie mit europäischer Überwachungstechnologie ausspioniert werden und dann in der Folge verfolgt, inhaftiert oder gefoltert. Das ist uns also ein Herzensanliegen. Wir haben ja heute den Deutschen Warntag. Da wollte ich sagen, ich würde bei der Gelegenheit auch gern eine Warnung aussprechen im Namen von einer Reihe internationaler Menschenrechts- und Pressefreiheitsorganisationen. Wir können warnen, wenn es so weitergeht mit der Reform der Dual-Use-Verordnung, dann können europäische Unternehmen eben auch zukünftig die Technologie liefern, mit der dann weltweit in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Bahrain oder Katar oder Myanmar MenschenrechtsverteidigerInnen oder die Presse oder Oppositionelle ausspioniert werden. Da brauchen wir im Moment wirklich eine 180-Grad-Wende und nicht weniger. Wie ich zu der Einschätzung komme, das wollen wir jetzt ja künftig besprechen. Vielleicht kurz vorweg, warum ist das ein Menschenrechtsthema? Wir sprechen weltweit von Shrinking Spaces, also so einem schrumpfenden Spielraum für Zivilgesellschaft, für Presse und für MenschenrechtsverteidigerInnen. Und dazu gehört neben Gesetzen, die Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel einschränken, eben auch immer mehr digitale Technologie zur Massenüberwachung oder zur gezielten Überwachung von Menschenrechtsverteidigern, Presse oder Oppositionellen. Und die kommt eben ganz oft auch aus Europa. Zwei Beispiele von Menschen, mit denen wir persönlich eng zusammengearbeitet haben oder immer noch tun, ist zum Beispiel der bekannte Menschenrechtler Ahmed Mansour aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der wurde immer wieder überwacht. Zuletzt ganz spektakulär mit NSO Pegasus Software, das wurde so bekannt, weil es 1 Milliarde gekostet haben soll nach Schätzungen, diese Überwachungstechnologie. Da sieht man auch, wie viel Geld einfach in dieser Branche steckt. Und zuvor aber eben auch mit europäischer Technologie, aus Italien von Hacking Team und mit FinSpy. NSO kommt aus Israel, richtig? Die kommen aus Israel, genau. Die sind also von der EU-Dual-Use-Verordnung jetzt nicht betroffen. Da macht das das Verteidigungsministerium direkt, Daumen hoch, Daumen runter. Auch eine sehr miserable Exportkontrolle. Da haben wir in der EU jetzt schon ein etwas besseres System und das ist vielleicht noch eine Chance, dass es noch besser wird. Mhm. Na, eben aus Ahmed Mansour wurde eben mit italienischer und auch mit Software von FinSpy, FinFisher Software, die sitzen in München, überwacht. Ein anderes Beispiel ist Omar Radi, ein marokkanischer Journalist, der zu einer großen Gruppe von marokkanischen JournalistInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen gehörte, die mit Hacking Team aus Italien, deren Produkten überwacht wurden. Mit dem stehen wir immer noch in Kontakt. Mit Ahmed Mansour leider nicht mehr, weil am Ende dieser ganzen Überwachung wurde er inhaftiert, zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt und sitzt jetzt ohne Tageslicht und ohne eine Matratze im Gefängnis und es geht ihm immer schlechter. Also wir sehen, Überwachung hat Folgen, auch im analogen Raum. Das sind jetzt keine dramatischen Einzelfälle, die ich jetzt nennen will, weil das irgendwie so herzerwiegend ist, sondern FinSpy Software aus München, die wurde in über 30 Ländern gefunden. Zuletzt in der Türkei und in Myanmar, also noch in den letzten Jahren, da mutmaßlich illegal, weil die Bundesregierung sagt, dass sie dafür eigentlich keine Exportlizenzen erteilt hat. Hacking Team wurde in über 20 Ländern gefunden. Französische Software wurde zum Beispiel genutzt, um Oppositionelle, also Gegner von Gaddafi, zu identifizieren und zu verfolgen und zu foltern.
Deutschland hat zwischen 2015 und 2019 Überwachungstechnik im Wert von mehr als 26 Millionen Euro exportiert. Das ist also eine Branche, in der steckt Geld, obwohl Deutschland, das ist richtig, schon in der EU vergleichsweise strenge Regularien hat. Nicht hinreichend, aber vergleichsweise und proaktiv schon einige Güter gelistet hat, die insgesamt in der Dual-Use-Reform vielleicht noch gelistet werden könnten. Darunter, unter den Genehmigungen, die Deutschland zuletzt noch erteilt hat, war 2019 noch Überwachungszentren oder Systeme zur Vorratsdatenspeicherung an Ägypten, also 2019 noch. Und da kann einem wirklich niemand mehr erzählen, dass man nicht gewusst hätte, was 2019 mit Oppositionellen der Zivilgesellschaft in Ägypten passiert. Die Ursache dafür ist so eine Art dunkles Dreieck. Zum einen aus mangelnder Verantwortungsübernahme von Unternehmen, mangelnden sogenannten Sorgfaltspflichten. Darüber können wir gleich vielleicht nochmal sprechen. Das sehen Sie wahrscheinlich auch anders. Und mangelndem Zugang zu Recht bei den Betroffenen. Zum einen ist Überwachung ganz schwer zu bemerken. Oft merkt man das gar nicht. Dann ist sie schwer anzuzeigen, weil dafür müsste man ja irgendwie nachweisen, dass man überwacht wird. Und auch, wer denn da den Computer gehackt hat oder die Überwachungssoftware auf das Smartphone gespielt. Das zu attribuieren, also einen Verantwortlichen auszumachen, ist super schwer. Amnesty beschäftigt Leute, die genau sowas machen, um Menschenrechtsverteidigern zu helfen. Und das ist keine leichte technische Aufgabe. Und selbst wenn man es schafft, gibt es in diesen Ländern oft keine unabhängige Justiz. Und das letzte Thema ist eben die mangelnde Exportkontrolle seitens der Staaten. Also die derzeitige EU-Dual-Use-Verordnung kann man zusammenfassen, die ist lückenhaft, sehr langsam und wenig effektiv. Sie ist lückenhaft, weil viele problematische Technologien gar nicht erst auf diesen Listen stehen. Zum Beispiel Gesichtserkennung steht nicht drauf oder auch Systeme zur Vorratsdatenspeicherung hat nur Deutschland national schon mal gelistet, aber EU-weit eben nicht. Das heißt, im Moment könnten EU-Unternehmen zum Beispiel Gesichtserkennung nach China verkaufen, wo sie in der Region Xinjiang eingesetzt wird, um die Uiguren zu unterdrücken und zu identifizieren und von Han-Chinesen zu unterscheiden. Und da würden Menschenrechtserwägungen keine Rolle spielen und dafür müsste man dann eben auch keinen komplizierten Antrag stellen. Vielen Dank. Ich würde jetzt einmal gerne noch kurz den Paul Diegel fragen, warum das denn so lückenhaft ist. Das würde mich doch nochmal interessieren, da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen. Und dann würde ich gerne über dieses Thema der Selbstverpflichtung sprechen. Ja. Ja, warum ist das lückenhaft? Je nachdem, wie viel Zeit Sie mir geben, könnte ich da tagelang drüber reden. Aber ich glaube, die Hauptpunkte geworden mehr. Vielleicht kann ich das an einem Beispiel zeigen, was gerade genannt wurde, NSO, weil es gerade überall in den Medien ist. NSO hat WhatsApp, also Facebook, gehackt, hat über, ich glaube, 1400 WhatsApp-Accounts gehackt und wird gerade verklagt von den teuersten Anwälten, die es wohl gibt weltweit. Deswegen ist es gerade sehr in den Nachrichten und überall zu lesen. NSO hat auch eine Tochtergesellschaft oder eine Halbgesellschaft in Zypern, Circles heißt die. Die wurde vor kurzem geschlossen, weil es einfach zu viel öffentlichen Druck gab. Und Zypern ist ja bekanntlich Mitglied der Europäischen Union. Durch Zypern und ich glaube auch Bulgarien und Luxemburg waren da auch mit dabei, hat man diese Technologie, also diese Intrusion Software und diese ganzen Sachen in den arabischen Raum exportiert. Man hat das getan, weil man das direkt über Israel nicht konnte. Weil die europäische Dual-Use-Regulierung halt so lückenhaft ist und weil verschiedene Member States machen können, was sie möchten, faktisch, hat man halt diese kleinen Member States genommen und über diese das exportiert. Das ist ein Punkt, um zu zeigen, wie lückenhaft sie ist. Ein anderer großer Punkt ist die sehr, sehr lückenhafte Transparenz. Man weiß nicht, wie viele Spyware-Produkte man aus Europa wohin exportiert hat. Es gibt ein Annual Report, wo aggregierte Daten drinstehen, die gesamte EU. Der ist aber, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der ist, ich glaube, der ist 8 Seiten lang oder so, und man findet dann nichts, wo man herauskriegen kann, was denn eigentlich passiert ist. Und unser großer Hebel vom Parlament aus sind halt diese beiden Punkte. Zum einen, dass man nicht innerhalb des Binnenmarktes sich einfach einen Mitgliedsland aussuchen kann, welches nicht kontrolliert, so wie Deutschland. Und zum anderen, dass man auch weiß, was kontrolliert wird, um genau dasselbe zu kontrollieren. Das heißt, darf ich nochmal, genau, das heißt, Selbstverpflichtung ist schwierig quasi. Darf ich nochmal jetzt gleich das Survey sehen? Wir haben dann, da würde ich nämlich gerne den Herrn Kessels nochmal zu diesem Thema nochmal fragen.
Ich weiß nicht, ob ich den Survey nochmal eingeblendet sehen kann zu ja, wunderbar. Nee, das wäre das davor gewesen. Also es geht darum halt, ob wir mehr, ich erinnere mich aber an die Zahlen ungefähr, also dass wir also das selbst, die Frage ist, reicht denn Selbstverpflichtung jetzt zum Beispiel von Unternehmensseite aus, um eben diese Lücken zu schließen, oder brauchen wir mehr Regulierung? Und da würde ich jetzt eben Herrn Kessels fragen, also die Unternehmen sind damit konfrontiert, dass sie sich in diesem Dschungel von Exportkontrollen irgendwie zurechtfinden müssen. Und in Deutschland haben wir aber eben schon durch diese Außenwirtschafts-Compliance-Struktur relativ viel. Aber es ist offenbar so, dass wenn jemand möchte, ja, dann kann er sogar die EU nutzen. Also der kann sogar, in dem Fall ein nicht-europäisches Unternehmen, jetzt an dem Beispiel von NSO, kann Europa nutzen, um zu exportieren. Das heißt, die Frage ist, reicht die Selbstverpflichtung aus oder brauchen wir eben nicht vielleicht doch eine stärkere Lösung, eine stärkere Kontrolle, vielleicht eben gerade durch so eine Catch-all? Weil die Listen, jetzt komme ich nochmal rein, das hat die Frau Ober auch, die Listen sind halt auch nicht immer vollständig. Bei Listen ist immer das Problem, es ist ja ein Schwarz-Weiß. Also entweder gut steht es drauf oder nicht. Ne? Man kann aber nicht so schnell sein, dass man sagt, okay, jetzt jemand hat was Neues programmiert. Und bis das dann auf einer Liste ist und abgestimmt, das ist ja immer diese große Diskussion. Das heißt, wie kann man da damit umgehen, dass man sagt, den Unternehmen lässt man diese Freiheit, Handel zu betreiben, die ja auch in unserem allen Interesse ist. Auf der anderen Seite, wie geht man da diesen Grad? Wie sehen Sie das aus Unternehmenssicht? Jetzt nächstes Mal, eine Selbstverpflichtung gibt es nicht im Außenwirtschaftsrecht. Im Außenwirtschaftsrecht gibt es Taten, die man vollzieht, und Konsequenzen, denen man deswegen begegnen muss. Mhm. Die sind hoffentlich in den meisten Fällen gefängnisfrei, aber eben auch nicht immer. Mhm. Eine Selbstverpflichtung bei der Catch-all, bei der verwendungsbezogenen Exportkontrolle. Ich möchte das nochmal betonen, weil hier steht, wir brauchen eine Menschenrechts-Catch-all, sagen 41% der Stimmen. Und ich verstehe das, weil das 71,4, ja, da war der Zandria. Mhm. Also 5 der hier Anwesenden, aber ich verstehe das Sentiment und ich verstehe letztlich auch, wo man herkommt, weil es klingt nach einer schnellen Lösung dieses Problems, bei denen die Unternehmen mehr Verantwortung tragen. Punkt. So. Und die Listen, die lückenhaft sind, also aber hallo, und wie gesagt, dass in Myanmar dieses Ding auftaucht und irgendwie jetzt will es irgendwie keiner gewesen sein, ist jetzt, was es ist. Also ist kein gutes Werbeplakat für Listen. Aus Sicht der deutschen Industrie ist der Wassenaar-Prozess, der für diese Listen zuständig ist, das sind 42 Mitgliedstaaten inklusive Russland und Malta, die überall anders auf der Welt tatsächlich ausfuhrkontrollrechtlich aus allen möglichen Privilegien immer rausgenommen werden, weil wenn man nach Schindluder sucht, dann ist man da genau richtig. Die sind extrem langsam. Wie gesagt, die haben fast eine Dekade gebraucht, um bestimmte menschenrechtsverletzende Überwachungszentren zu listen. Das ist nicht hinnehmbar. Aber bei der verwendungsbezogenen Catch-all-Exportkontrolle geht es darum, dass IngenieurInnen eine Bestellung sehen und sie können sich folgende Frage stellen: Kann dieses Gut für Massenvernichtungswaffen verwendet werden? Das ist eine zutiefst technische Frage, weil es darum geht, kann das, was ich hier verkaufen will oder verkaufen soll, was ich herstellen und verkaufen soll, verwendet werden zur Produktion und Applikation von Massenvernichtungswaffen? Das ist eine andere Frage, als wenn man jetzt IngenieurInnen bittet, kann dieses Gut benutzt werden, um bestimmte Menschenrechte, und Herr Diegel hat ja sehr richtig darauf verwiesen, dass das Parlament sich massiv dafür eingesetzt hat, die den Anwendungsrahmen dessen, was das überhaupt heißen soll, Menschenrechtsverletzungen zu präzisieren. Aber selbst da haben wir immer noch Schwierigkeiten. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, verbriefte Individualrechte sind natürlich in so einem Prozess der internen Kontrolle schwerer abzuwägen, weil IngenieurInnen nun mal keine Menschenrechtsanwälte sind. Und weil wir hier einen Unsicherheitsfaktor mit drin haben, nämlich, ist das so oder ist das nicht so? Und wohin geht eigentlich, also kann dieses Gut dieses Menschenrecht tatsächlich aushebeln? Und was heißt an der Stelle dann tatsächlich
Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit? Wo ist da letztlich der Rahmen? Die Schnittstellen sind nicht klar zu benennen, das ist ganz schwer. Und das führt natürlich dazu, dass dann Unternehmen, weil sie eben keine nachrichtendienstliche Erkenntnisse haben, geschweige denn haben sollten, um Himmels Willen, man stelle sich das mal vor, sofort Anträge beim BAFA stellen. Und das führt letztlich dazu, dass das System des BAFA nicht mehr funktionieren kann. Wo wir eigentlich eher hingehen würden und sagen, wenn die Vassenarliste zu langsam ist. Und machen, also einen Fehler sollte man nicht machen, zu glauben, dass die verwendungsbezogene Exportkontrolle, weil catch-all stimmt nicht. It doesn't catch all. It simply doesn't. Es ist ein System, das Sand ins Getriebe in der Herstellung von Massenvernichtungswaffen streuen soll. Manchmal reicht es, wenn eine einzelne Anlage fehlt, und dann können Sie eine ganze Fabrik zur Herstellung von Chemiewaffen einstampfen. Aber wir reden ja jetzt über Dual-Use. Genau, und wir reden jetzt über Dual-Use-Güter, deren Anwendungsrahmen eine komplexe rechtliche Prüfung verlangt. Und da wäre letztlich unser Vorschlag, wenn die eine Liste zu langsam ist und die Catch-all nur Unsicherheit in einem Bereich schafft, der strafrechtlich relevant ist für Unternehmen, wäre dann nicht beispielsweise eine EU-autonome Liste viel sinnvoller? Okay, deutsche Industrie zum Beispiel denkt zudem noch darüber nach, dann zu sagen, und das ist derzeit ein Abstimmungsprozess, bei dem wir zumindest hier Einigkeit haben, dass wir sagen, wenn es eine solche EU-autonome Liste gäbe, müsste die mit einer Selbstverpflichtung einhergehen, nämlich, dass die im Wassenaar vertretenen EU-Mitgliedstaaten gemeinsam eine Positionierung dieser Listenposition im Wassenaar fordern. Okay. Und das würde nämlich, das, was der Herr Diegel nämlich richtig angesprochen hat, lösen, nämlich, dass da irgendwie jeder Europäer so ein bisschen macht, worauf sie Lust haben. Das geht nämlich auch überhaupt gar nicht. Ja, ja. Das ist ganz spannend, weil Sie haben jetzt schon quasi einen Kompromissvorschlag gleich erwähnt. Ich würde jetzt gerne muss ein bisschen auf die Zeit gucken, aber das würden Sie sagen, das ist was super wäre, eine EU-autonome Liste? Oder super, oder wäre das was in die richtige Richtung? Weil Sie sagen, nee, wir wollen eigentlich die Catch-all. Warum? Also ich meine... Die EU-autonome Liste ist was glaube ich, bin nicht... ich glaube, mein Mikrofon ist nicht an. Doch? Jetzt. Ja. Wir möchten beides. Also die EU-autonome Liste, die sogenannte... Die EU-autonome Liste ist was auch Amnesty von Anfang an begrüßt hat, als der Vorschlag das erste Mal auftauchte. Wir haben auch ähnliche gemacht. Man braucht ein schnelles Listungsverfahren. Beispiel 2004 hat Amnesty das erste Mal gesagt, diese sogenannte Intrusion Software, diese Trojaner, die sind ein Problem, die müsste man mal listen. Dann hat es bis 2013 gedauert, bis die beim Wassenaar-Arrangement auf den Listen waren. Und 2014 wurde das dann von der Dual-Use-Verordnung übernommen. Also 10 Jahre, nachdem Amnesty und andere Organisationen gesagt haben, akutes Problem, hier sind unsere Beispiele, waren die das erste Mal auf den Listen. Und da sind wir uns hier einig, dass das zu langsam ist. Und ich freue mich, dass Herr Kessler gerade gesagt hat, dass Sie auch mit so etwas wie einer autonomen Liste leben könnten, und würde mich freuen, wenn Sie das noch offensiv auch vertreten, weil ich das gar nicht, ich konnte es quasi nicht auf der Webseite finden, das wäre schön. Das wäre ja auch was mit dem deutschen Regierung, so wie ich es wahrgenommen habe, wofür Sie auch plädiert haben und was auch aus den jüngsten Vorschlägen rausgefallen ist und was für uns eigentlich wirklich das Minimum wäre. Auch auf einer EU-autonomen Liste, da gibt es natürlich verschiedene Varianten, sodass ein einzelner Mitgliedstaat sagen kann, nö, wollen wir nicht so gerne, dann ist diese EU-autonome Liste, dann kommt da wahrscheinlich fast nichts drauf. Also dass einzelne Mitgliedstaaten oder absolute Staatenminderheiten das blockieren könnten, dann wäre es zum Beispiel, also es ist auch schon eine Frage, wie kommen die Sachen da dann drauf? Also EU-autonome Liste muss man nochmal genau reingucken, finden wir prinzipiell eine gute Idee. Trotzdem werden auch da immer Sachen drauf, nicht draufstehen, die menschenrechtlich problematisch sind. Und da würde ich eigentlich Ihnen widersprechen und sagen, die Leute, die das herstellen, die sind doch eigentlich die besten Experten für den Anwendungsbereich, insbesondere wenn wir über diese komplizierten Überwachungstechnologien reden, wo man doch darüber nachdenkt, was braucht der Kunde da und wofür kann das genutzt werden. Ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Man braucht dafür keine nachrichtendienstlichen Erkenntnisse, weil die haben wir bei Amnesty leider auch nicht. Was wir haben, und da muss ich jetzt mal ganz werbewirksam das doch mal übergeben, ist hier immer diesen schönen Jahresbericht. Das ist ein älteres Exemplar, aber den neuen kriegt man auf der Homepage. Da sind alphabetisch gelistet alle Länder der Welt drin und deren Menschenrechtsbilanz, den haben Sie schon, habe ich Ihnen auch zugetraut. Und wenn man da Überwachungstechnologie zum Beispiel produziert, kann man einfach mal gucken, wie sieht das Kapitel im Amnesty-Report aus und kriegt mit, das Land ist problematisch oder vielleicht das nicht, heißt, ist, und könnte dann einen Antrag stellen und wäre damit auf der sicheren Seite. Das heißt, ob das BAFA damit komplett überrannt und überflutet wird, das ist erstmal
eine These, die gelte es dann empirisch zu überprüfen. Ja. Aber wir würden sagen, ja, das ist sicherlich ein bisschen mehr Belastung für Unternehmen und das BAFA. Im Moment lagern wir diese Belastung aber auf die Betroffenen in den Staaten aus. Und die landen auf jeden Fall im Gefängnis. Okay. Ich würde angesichts der fortgeschrittenen Zeit einmal bitten, wenn Sie Lust haben, gibt es ein Q&A-Tool, wo Sie Fragen reinschreiben können. Darauf können wir dann gleich nochmal kurz eingehen. Ich würde aber, während Sie überlegen, ob Sie eine Frage stellen möchten, gerne den Paul Diegel fragen und dann Herr Kessels möchte auch was zu diesem Thema sagen. Aber ich würde einmal kurz den Herrn Diegel erstmal fragen, wo steht das Europäische Parlament oder in dem Fall zum Beispiel zu so einer autonomen Liste? Wäre das denn ein Kompromiss? Und weil ich meine, es macht ein bisschen den Anschein, als ob jetzt in dem Fall, gut, Herr Kessels ist natürlich immer schwierig, wenn man die ganze deutsche Industrie vertritt, aber in dem Fall die Industrieposition ist ja gar nicht so abgeneigt, da irgendwie auch eine wirklich zumindest einigermaßen einen großen Schritt voranzugehen zu dem, was wir bis jetzt haben. Wie sieht denn das Parlament das? Wäre das eine mögliche Lösung? Ich würde sehr gerne Herrn Kessels in das Verhandlungsteam der Deutschen einladen, weil ich mit ihm sehr gerne über solche Sachen rede. Er scheint da viel Expertise zu haben. Aber zur autonomen Liste, also die autonome Liste ist für mich als jemand, der im Europäischen Parlament arbeitet, eigentlich gar keine so verrückte Idee, weil wir haben einen europäischen Binnenmarkt und wir exportieren Güter aus allen Ländern. Wie wäre es denn, wenn wir für Europa eine Liste hätten, die besonders gefährliche Güter irgendwie klarifiziert und irgendwo stehen hat, damit wir nicht diese fürchterliche Catch-all brauchen? Die Catch-all hat eine andere Aufgabe, glaube ich, als die autonome Liste. Es wurde schon richtig angesprochen, dass wie die Produkte auf die autonome Liste überhaupt erst kommen, das ist nämlich das Problem. Wenn es so ist, dass Zypern oder wer auch immer im Alleingang sagen kann, okay, Deutschland, ihr wollt jetzt, keine Ahnung, Emotion Recognition Software auf diese Liste tun, wir haben ein Problem damit, das kommt nicht drauf. Wenn das der Fall ist, dann wird diese Liste komplett nutzlos. Es geht darum eher, wie bauen wir eine funktionierende Liste, die tatsächlich Jetzt hängt gerade der die Liste. Genau. Einen Moment, Diegel, hören Sie uns noch? Mich? Können Sie mich? Jetzt hören wir Sie wieder, glaube ich. Oder? Nein? Hakt es? Das ist natürlich gerade ein ganz spannender Punkt, wie man quasi diese Catch-all, für was die stehen kann und wie die funktionieren kann. So, jetzt wieder. Können Sie mich hören? Ja. So. Machen Sie weiter. Ich weiß nicht, wo es gehakt hat, aber mein Punkt ist der folgende. Also diese autonome Liste, wenn man sich anguckt, was die Amerikaner gerade mit Exportkontrolle machen, mit Entity List und wie sie gegen China vorgehen und wie China darauf reagieren wird und die letzten Eintragungen von Computerchips, die für europäische und vor allem für deutsche Unternehmen ein großes Problem sind, denn die benutzen wir auch, dann glaube ich, brauchen wir unbedingt eine europäische Dimension zu der gesamten Dual-Use-Regulierung und eine europäische autonome Liste ist da die Mindestanforderung vom Parlament. Und ein Wort noch von Ihnen zu Catch-all. Ich meine, das ist wirklich so, das tut mir auch ein bisschen leid, das ist ein sehr komplexes Thema. Das ist jetzt, dafür bräuchte man jetzt eigentlich 3 Stunden, um das richtig zu diskutieren. Aber gibt es da ein Vorbild, gibt es ein Vorbild in irgendeinem Policy-Bereich, wo Sie sagen, das gibt schon so eine Catch-all? Oder, also Herr Kessels hat das schon richtig, hat die Geschichte davon gut zusammengefasst und es ist halt eine deutsche Erfindung. Die Frage ist halt, glaubt man, dass Cyber-Surveillance, moderne Cyber-Surveillance, so gefährlich ist wie Massenvernichtungswaffen? Weil die Catch-all gerade nur für Massenvernichtungswaffen eingesetzt wird. Mhm. Und wenn man sich die Folgen von dieser Software anguckt oder von Monitoring Centers oder was auch immer, dann ist diese Debatte, muss die schon geführt werden. Das Parlament glaubt halt, dass digitale Massenvernichtungswaffen oder wie man es auch nennen muss,
ein sehr großes Problem sind. Und die Firma NSO, also die war mal 100 Millionen wert und jetzt wurde sie vor kurzem für über 1 Milliarde verkauft, 3 Jahre später. Das heißt, die gesamte Industrie wächst sehr schnell. Ja, vielen Dank. Können wir einmal, ich würde gerne einmal gucken, ob Fragen reingekommen sind. Wenn nicht, haben wir hier noch viel zu sagen auf dem Panel. So, warum sollte man Ländern mit einer schlechten Menschenrechtsgeschichte den Zugriff auf neue Technologie pauschal verwehren? Gegebenenfalls sind diese Länder wichtige Akteure in der Terrorismusbekämpfung und sollten entsprechenden Zugriff auf Überwachungstechnologien haben. Dies ist auch im Interesse Europas. Das ist eine Frage. Die andere ist, welche Auswirkungen sehen Sie, hätte eine Regelung auf europäischer Ebene für die globale Ebene? Signalwirkung oder Wettbewerbsnachteil? Okay, erste Frage würde ich sagen, geht an die Frau Rohrbach und die zweite an bitte Herrn Kessels, bitte knapp. Vielleicht fängt Herr Kessels einmal an mit dem Wettbewerbsnachteil und ja. Oder auch vielleicht dem Vorteil, dass wir uns ja vielleicht auch profilieren können. Made in Europa könnte ja auch ein großes, also vielleicht ein Verkaufsargument sein. Und leider knapp, wir sind fast durch. Ja. Ich kann nur das letztlich wiedergeben, was Frau Rohrbach schon erwähnt hat. Deutschland hat in der AWV ein Einzeleingriffsrecht. Wir haben Dinge allein gelistet, unilateral gelistet, die uns wichtig sind. Wir sind hier in einem Bereich, in dem der Staat ein Primat Eingriffsrecht hat. Und das ist letztlich ein bisschen schwierig, wenn man letztlich in bestimmten Regionen Stabilität und Sicherheit garantieren will. Und ich habe meine Zweifel, dass man bestimmten Ländern einfach Überwachungssoftware gibt und dann gibt es keine Terroristen mehr und wir haben alle dieses Problem nicht mehr. Das halte ich für eine Milchmädchenrechnung, ohne dass jetzt hier jemand beleidigen möchte. Aber das ist doch ein bisschen simpel gedacht. Aber der Staat muss sich Gedanken dazu machen, wie wollen wir unsere außen- und sicherheitspolitischen Ziele verfolgen. Und dazu gehört eben mehr als nur die Kontrolle der Wirtschaftsbeteiligten. Dazu gehört in Europa ein ganzer Reigen und die Frage, wie verändern und verbessern wir unsere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Dementsprechend wäre ich letztlich dagegen, hier Zugeständnisse zu machen. Ich sehe das auch nicht als Wettbewerbsnachteil im eigentlichen Sinne. Schwierig ist es halt da, wo man sagt, eigentlich brauchen wir eine Kooperation mit einer amerikanischen Firma in Shenzhen in China zu irgendwelchen Technologien und sind uns nicht sicher, landet das dann in Xinjiang und dem, was noch nicht genannt wurde, selbst Frau Rohrbach hat es nicht genannt, den Konzentrationslagern, die dort unterhalten werden. Da haben wir einen so komplexen sicherheitspolitischen Bereich erreicht, dass der Industrie es am liebsten wäre, dass der Staat ganz klar formuliert. Das heißt, es geht gar nicht nur um Wettbewerb einfach in dem Fall. Das heißt, es ist gar nicht die Hauptkritik. Also ich muss jetzt die leider... Grundsätzlich gilt, Compliance schützt Unternehmen. Schützt Unternehmen. Mhm. Sie wird auch von Unternehmen nicht betrieben, weil wir das müssen, sondern weil es uns schützt im Wettbewerb, in der Wirtschaft, in der Öffentlichkeit. Und wenn man da klare Regeln hat, dann ist das gut. Okay, stopp. Hey, Frau Rohrbach, Sie haben leider schon den Abschlusskommentar. Der geht an Sie, weil wir noch hier 1 Minute haben, es sei denn nicht. Oui. Also ich freue mich über die Antwort und kann Herrn Kessels da auch im Wesentlichen zustimmen. Ich sehe das auch nicht als Wettbewerbsnachteil. Zu Made in Germany oder Made in Europe gehört auch immer so ein gewisses Integritätsversprechen dazu. Mhm. Und genau deswegen hatten wir zum Beispiel einen Autoskandal. Nicht, weil die nicht gefahren werden oder nicht schnell genug gefahren, sondern weil die KonsumentInnen das Gefühl hatten, da sind sie irgendwie betrogen worden, aber auch in einem moralischen Anspruch. Und es ist auch so, dass natürlich, wenn jemand vorangeht, der auch mal Interesse daran hat, sich noch globaler, internationaler dafür einzusetzen, dass wieder ein Level Playing Field entsteht, also andere nachziehen. Zur Frage, ob man Länder mit schlechter Menschenrechtsbilanz den Zugriff auf neue Technologie pauschal verwehren sollte, wenn das wichtige Akteure in der Terrorismusbekämpfung sind. Also pauschal natürlich sowieso nicht. Wenn man die Produkte listet, dann sind sie ja auch nicht pauschal verwehrt, sondern sie werden geprüft. Und dann wird eben geschaut, gibt es ein spezifisches Menschenrechtsrisiko, was jetzt mit dieser Technologie korrespondiert. Und wenn man weiß, ja, diese Art von Technologien, die wird dagegen Menschenrechtsverteidiger oder gegen die Presse eingesetzt und das ist ein signifikantes Risiko, dann würden wir sagen, ja, immer wenn ein signifikantes Menschenrechtsrisiko besteht, dann sollte da keine Genehmigung erteilt werden. Okay.
Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr spannende Panel. Es ist halt, gibt so viele Details, die man, ich sehe hier auch an Fragen, wo es dann auch nochmal begriffsdefinitorisch reingeht. Das konnten wir jetzt alles nicht so genau besprechen, sondern wirklich einfach mal so einen groben Reinwurf in das Thema bieten. Und ich freue mich aber, dass Sie alle da waren. Danke Ihnen ganz herzlich. Und ich denke, jetzt möchte ich nochmal kurz herausstellen, was sehr spannend ist, dass es durchaus eigentlich so ist, dass alle Akteure am gleichen Strang irgendwie ziehen und dass zum Beispiel so eine autonome EU-Liste wirklich ein Kompromiss sein könnte, mit dem alle gut arbeiten können. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank an Sie alle, an Sie vier. Mit so einem komplexen Thema, dass man, also wie ich sage, den Tag zu beschließen, finde ich, ich will nicht sagen sehr mutig, sondern ich finde es äußerst beeindruckend, diesen inhaltlichen Kreis so weit gezogen zu haben heute und da jetzt nochmal so in die Tiefe zu gehen. Vielen, vielen Dank. Ich will nicht sagen, es bleiben eine Menge Fragen jetzt offen. Und den Sack zuzumachen wäre jetzt fahrlässig. Aber trotzdem, die Frage geht an Sie, Herr Richter. Sie haben uns das ja gewissermaßen eingebrockt. An der Stelle, vielleicht nicht nur Sie, sondern auch die Menschen dahinter, die wir jetzt gerade nicht sehen. Viele Menschen, die beim IGF das Programm zusammengesetzt haben, sind ehrenamtlich tätig oder haben das neben ihrer hauptamtlichen Tätigkeit getan. Da an der Stelle einmal einen ganz großen Dank an all diejenigen, die sich eingesetzt haben, auch so große politische Themen zu setzen. Vielen Dank. Danke für den Dank. Und tatsächlich, viele Fragen bleiben offen. Wir haben auch noch neue Fragen gefunden. Das haben wir jetzt gerade bei Ihnen auch wieder im Panel erlebt. Das, was das IGF und das IGF auszeichnet, ist tatsächlich, dass wir in die Lage kommen müssen und kommen werden, in den Foren, die wir anbieten, in den Panels, die Themen zusammenzudenken, weil sie sind interdependent, sie sind unabhängig, sie sind nicht unabhängig voneinander. Sie müssen miteinander gedacht werden. Und das zusammenzubringen, das hat, glaube ich, heute auch ganz gut funktioniert. Und das zu zeigen, das hat das Parlamentarier-Panel am Anfang schon aufgemacht, als wir über die Frage der Ankopplung der parlamentarischen Debatte gesprochen haben, bis jetzt zum letzten Panel, wo wir feststellen, dass es auch einen Wissenstransfer auf allen möglichen Ebenen geben muss. Denn es ist, glaube ich, kein Common Ground in der politischen Debatte, dass es Dual-Use-Situationen bei Gesichtserkennung geben müsste. Dass wir darüber nachdenken müssen, weil wir da tatsächlich neue Battlefields aufmachen. Und ich glaube, dass diese Debatte, die wir führen, diese Fragen, die wir hier aufwerfen, nicht einfach zu beantworten sind. Aber deswegen müssen wir sie aufwerfen, damit wir irgendwann kommen und Antworten finden. Ja, aber wenn ich das jetzt rückbinde an das Parlamentarierpanel und über den Gedanken des Outreaches nachdenke, sage, wie schafft man das, ein so ungeheuer, einerseits emotionales, auf der anderen Seite wahnsinnig komplexes Thema, so nach draußen zu deklinieren vom IGFD, dass das draußen auch in der Komplexität verstanden wird, ist eine wahnsinnige Aufgabe. Ist eine wahnsinnige Aufgabe, die wir jeden Tag neu machen müssen, wo wir jeden Tag wieder dran rangehen müssen. Auch das Thema digitale Souveränität, wir haben das ja besprochen, das ist ein sehr politisches. Und allein die Frage, wie wir es bezeichnen, wie wir es ausdifferenzieren, wie wir es auch benutzen, die verschiedenen Argumente, macht deutlich auch, wie weit die Wege sind, die wir brücken müssen. Also auch die Diskussion, auf der einen Seite gibt es die chinesische Wahrnehmung, so muss die Welt funktionieren, und auf der anderen Seite gibt es die Silo-Denkweise der Amerikaner. Und irgendwo dazwischen gibt es irgendwann mal einen europäischen Weg, aber den zu finden, ich glaube, das ist die Arbeit, das ist das auch, was das IGF auszeichnet, weil wir eben dieses Wissen zusammentragen können, voneinander lernen und dann auch besser und klüger werden können. Sie haben ja ursprünglich gesagt, am Anfang des Tages, hybrides Format haben wir so noch nicht gehabt. Wir haben Sprünge gemacht in die Zukunft weiter. Was wir Ihnen jetzt mitgeben möchten gerne, nutzen Sie bitte diesen Q&A-Button oder auch den Hashtag IGFD2020, um uns nochmal oder vielmehr dem IGFD zurückzuspielen. Wo kann die Reise noch weiterhin gehen? Was sind Ihre Veränderungsvorschläge? Was haben Sie für Ideen, für weitere Netzwerkgedanken, was auch immer? Also bitte gerne nochmal in die Richtung. Unbedingt. Wir sind Lernende. Wir haben diesen Sprung gewagt mit dem Hybridformat und sind Lernende mit jedem Jahr. Insofern bitte kritisieren Sie konstruktiv. Was war gut, was kann besser werden? Ich habe mitgenommen, dass die Einbindung von extern besser werden kann. Das ist das Erste, was ich gelernt habe. Aber das gibt bestimmt viele Punkte, die wir besser machen im nächsten Jahr. Also, dass es heute mit dem IGF der Jugend so früh begonnen hat und in den Vormittag gezogen wurde, hat mir sehr gefallen. Ansonsten haben Sie eine Menge Stimmen jetzt gesammelt, oder? Wen lassen wir jetzt die Schlussworte sprechen? Ich würde sagen, wir lassen einfach das IGF die Schlussworte sprechen. Wir haben da ein paar Szenen eingefangen. Es lebe der Multi-Stakeholder-Ansatz und den rekapitulieren wir jetzt.